Fake news are the new cancer of modern society. So sad. Wem gehört dieser Tweet? Ist es A. Barack Obama, B. George W. Bush, C. Bill Clinton oder D. für Donald Trump? Was sagt ihr? Wer ist es? Ja, nein, also wir haben den Tweet frei erfunden. Wir haben lediglich die Rhetorik und Inhalte von Donald Trump imitiert, um es so erscheinen zu lassen, als würde es von Donald Trump kommen. Und so ähnlich ist auch unser Spiel, Tweet Guess. Und da soll man nur anhand von Inhalten und Rhetorik eben den Verfasser von dem Tweet erraten. Die unterliegende Idee dabei ist, spielerisch auf fragwürdigen Content aufmerksam zu machen, der heutzutage täglich auf Social-Media-Plattformen auch von sehr einflussreichen Leuten gepostet wird. Und wir konsumieren ihn meistens, ohne ihn zu hinterfragen. Ja, das Ganze haben wir in einer Gamification umgesetzt. Das sieht man jetzt hier. Das ist quasi eine Webseite. Und in der Mitte sieht man ganz groß den ursprünglichen Tweet direkt von Twitter. Und unten bekommt dann der Spieler 4 mögliche Antworten. 3 falsche und eine richtige. Und die Kunst ist es quasi, den Verfasser dieses Tweets hier in den 4 zu finden und auszuwählen. Je schneller, desto mehr Punkte bekommt letztendlich der Spieler. Dieses Frontend haben wir mit jQuery, das ist ein JavaScript-Framework, und natürlich HTML und CSS umgesetzt. Ja, genau. Verantwortlich für das Backend waren der Marenz und ich. Wir haben das in Node.js geschrieben mit einer MongoDB-Datenbank. Funktionieren tut es auf jeden Fall mit der Twitter-API. Woher würden wir auch sonst die ganzen Tweets bekommen? Aber wir hatten die schlaue Idee, einfach anstatt jedes Mal an Twitter eine Anfrage zu senden, die ganzen Anfragen vorher schon mal in eine Datenbank zu legen und die dann uns selbst einfach abzufragen oder zu geben. Wie wir das dann im Endeffekt mit dem Frontend verbunden haben, das sagt euch dann. Das werde ich jetzt ergänzen. Genau, und zwar mit dem Frontend ist das Backend über 2 Get- und Post-Requests verbunden. Das heißt, das Frontend sendet über JavaScript jeweils eine Anfrage zum Server, dass sie gerne einen Tweet erhalten möchte. Und wenn der Benutzer dann auf eine Antwort klickt, wird das auch wiederum zum Server gesendet, dort ausgewertet und dann wird die Punktzahl wieder zum Benutzer übermittelt. Hier sind noch ein paar Facts zu unserem Projekt. Und zwar, wir haben ungefähr 7000 eigenhändig geschriebene Zeilen Code in unserem Projekt verwendet. Wir haben ungefähr 40 Stunden lang programmiert dafür und dabei ungefähr 32 Liter Koffeingetränk getrunken. Ne? Sowas wie Cola oder so. Mate, genau. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So ist unser Projekt entstanden. Danke. Schönen Dank. Das auch spielen. Das kann man auch spielen. Wollt ihr mal ein Beispielspiel machen? Wollt ihr mal ein Beispielspiel machen? Ja, also man kann es theoretisch spielen, allerdings, wie es bei so einem Hackathon natürlich ist, funktioniert es ausgerechnet dann bei der Präsentation nicht. Also da gab es ein paar Schwierigkeiten, aber es ist grundsätzlich spielbar, bloß halt nicht in dem State, wo es sich gerade befindet. Also ich habe es gespielt, ich habe es gesehen, es stimmt, was er sagt. Okay, dann danke ich euch nochmal.